Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Alice in Atlas Returns. Wir stehen kurz vor der Raupe, da oben ist sie. Der Gipfel ist also fast erreicht. Und ja, jetzt setzen wir unseren Weg fort. Und das ist gut so, wie es ist. Boah, das war gerade ein heftiger Kampf gegen die Samurai-Wespe und Bogenschützen-Wespe und Tintenwespen und leck mich am Arsch, was es da für Namen gibt, ja. Wir setzen unseren Weg jetzt fort. Kurz vor der Wespe. Ach, vor der Wespe, vor der Raupe. Die wahrscheinlich, lasst mich nicht lügen, wahrscheinlich zum Schmetterling wird. Und wird gespeichert, ich hab Angst. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Nein, das ist doch kein Weg, das ist zum Heilen. Sauber. Ah! Sieh mal einer an, das hätte ich fast übersehen, hä? Also, ich hätte es übersehen, auf alle Fälle. Ach ja. Das kommt viel zu selten, sowas zum Heilen. Was ist das denn? Ist das die... Radcliffe hat mich nur einmal in seinem Leben geschafft. Richtig stolz auf seine Kinder. Ming, hat er gesagt. Und zum Teil Tokugawa, Japan. Schien mir nicht so der Samurai-Typ zu sein. Vielleicht gerade deswegen. Was ist denn wegen dem Samurai? Im Samurai-Land. Irgendwie kommt es immer darauf an, wo Alice gerade war. Wo verändert sich das irgendwie? Sie ist am Hafen und kommt in eine Wasserwelt. Sie ist beim Japan-Händler. In der Box. Habt ihr gesehen, wie das Spiel gehangen hat? Echt schön, ne? Und ich dachte jetzt mal von ganz einfach an, das legt mich doch am Arsch, ey. Das ist vergessen. Ha! Ein Bug vom Spiel. Ja, ein Bug vom Spiel hat mich nicht weitergebracht. So. So, locker. Zieh an der Kette! Der Hase. Und jetzt vielleicht wieder von ganz Anfang an, ne? Ja, genau. Verarschen vom Spiel, oder was? Ganz tolle Scheiße. Leck mir die Eier, du dumme Sau. Wie man etwas nennt, was komplett unnötig ist. Unnötig. Das ist diese Passage hier wieder. In der Unterwelt machst du bitte alles von neu, ja? Nee, nee. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir die Raupe treffen, heißt nicht, dass wir schon erledigt. Das war beim Schiffszimmermann und bei diesem einen, der das Schiff hatte, auch nicht so. Erinnerung. Schönes Spiel hängen wieder. Der Brandherd war relativ leicht zu bestimmen. Erst könnte die Bibliothek in den Verheeren. Wenn ich alles anmachen muss. Bitte, lass mich alles einfach anmachen. Ja! Oh Mann! Seht ihr, wie ich hier vom Spiel verarscht werde? Das ist nicht mehr zu glauben. Ich werde hier langsam so aggro. Boah. Scheiß Spiel, ne? So eine Art. Hab ich echt noch nicht gesehen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Unbelievable. Wirklich unbelievable. Das hängt natürlich mal wieder daran, wenn ich springe, ne? Das ist ja das Lustige an dem Spiel. Komm, häng wieder, bitte. Goddamn Raupe. Was ist das jetzt schon wieder? Ah. Ja, ja. Dann gehen wir mal rein. In die schlimmen Kindheitserinnerungen. Da
Athena hat mir das Leben gerettet. Ich überlebte, weil sie mir den Fluchtweg wies. Ich habe die Lampe nicht in der Bibliothek gelassen und Deiner hat sie nicht umgestoßen. Die Lampe und Deiner waren oben, als ich ins Bett ging. Deiner war bei mir im Zimmer, als das Feuer ausbrach. Was? Das dritte Kapitel ist zu Ende? Oder stellen die Schlüssel nur... die Schlüssel stellen die Erinnerungen dar. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Immer noch bei der Raupe. So, dann kämpfen wir mal, wa? Zweifelhafte Ehre nehme ich an. Bioshock Infinite lässt grüßen. Ach du Scheiße! Guitar Hero. Es hat an der Tür geklingelt. Ich kann sogar überspringen, wenn ich will. Wie Funkel, Funkel, Fledermaus. Geh zu dem Baum. Hilf unseren Brüdern. Ja, den haben die Pappkartons auf den Kopf geschraubt. Das ist Schämen oder so ähnlich. Naja, nichtsdestotrotz, wir gehen weiter. Ist hier noch ein... No. Wie weit sind wir denn? Sechs Schnauzen, zwei Radularen. Naja, die Erinnerungen sind wir gut bei. Doch nicht so. Wenn ich die Kamera ein bisschen zu hektisch bewege, dann hängt das. Och nö. Really? Noch einmal? Erstmal die Dinger. Alter! Fuck! Ist noch was? Da oben ist auch noch einer. Ha! Alter, hoch, du Scheißvieh! What?
Ernst? Ernsthaft? Das gibt's doch nicht. Wo kommt denn jetzt nochmal her? Wo ist hier noch einer? Merke ich jetzt gerade. Einfach so. Komm. Ich habe auch noch ausgewichen gedrückt, aber egal, egal. Ausweichen ist ja scheißegal. Jawoll! Jetzt weiß ich, wie man den Gegner erledigt, aber wenn dann noch die Samurai-Westen, die normalen, dazukommen, habe ich verkackt. Da geht's, glaube ich, nochmal weiter. Naja. Schauen wir mal, was die Raupe für uns bereit hat. Hier steigt Rauch auf. Seht ihr? Jetzt kommen wir zur Raupe, Leute! Oder auch nicht? Noch einmal Rutschpartie? Okay, aber das zeige ich euch im nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao!